Ich muss dir ganz ehrlich sagen, Ines, ich kann nicht wirklich Berlinern. Ich versuche mir das so ein bisschen drauf zu arbeiten. Aber ich finde das total sympathisch, dass du einen total tollen Berliner Dialekt hast. Dass dir, so wie ich das vorhin gesehen habe, du redest ja, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Ja, das stimmt, Björn. Also ich arbeite ja schon 25 Jahre im Berliner Verkehrsbetriebe und da habe ich einen Coach bekommen und der Coach sollte mir Deutsch beibringen. Und wo ich dann angefangen habe, Deutsch zu sprechen, haben die 12.000 Beschäftigten mich nicht mehr verstanden. Die haben dann gesagt, Ines, bist du jetzt auf der Arbeitgeberseite oder bist du noch bei uns unterwegs? Denn ich bin ja Gleichstellungsbeauftragte, also Arbeitnehmervertreterin. Wir haben das dann nach 5 Sitzungen mit dem Coach sein lassen und mich so gelassen, wie ich bin. Also Ines, ich muss dir ganz ehrlich sagen, du solltest auf jeden Fall bleiben, wie du bist. Ich kenne dich jetzt seit 2 Stunden, ich habe mich ein bisschen in dich verliebt, muss ich ganz ehrlich so sagen. Wirklich. Wirklich. Dafür hat er 20 Euro gekriegt vorher, ja? Die bekomme ich noch. Du hast gesagt, die Hälfte vorher und die andere Hälfte hinterher. Ja, genau. Okay, das Ganze ist ja so, was ich ja total toll finde an der Partei, in der ich ja auch Mitglied bin, ist ja, dass wir nicht immer nur in unseren eigenen Reihen gucken nach Leuten, die gut sind und die was können, sondern dass wir auch außerhalb gucken. Und du bist ja keine Genossin, ne? Was auch okay ist, was ich total sympathisch finde, aber trotzdem hast du dich dafür entschieden, für die Linke anzutreten. Warum? Björn, die Linke drückt genau das aus, was ich denke. Die Linke drückt das aus, was ich seit Jahren mache. Ich bin ja in der Gewerkschaft, auch ganz weit oben. Ich arbeite im Gewerkschaftsrat drin mit. Ich bin im Bundesfrauenrat mit in der Spitze mit drin. Und die Linke macht alle das, was ich mir selber immer gewünscht habe. Und die sind irgendwann letztes Jahr gekommen. Wir arbeiten ja schon ganz lange mit der Linken zusammen. Wir haben das Berliner Landesgleichstellungsgesetz novelliert. Wir haben das Personalvertretungsgesetz novelliert. Moment mal, stopp. Was heißt das Landesgleichstellungsgesetz? Was habt ihr denn da gemacht? Na, Landesgleichstellungsgesetz ist im Prinzip die Nachfolge vom Antidiskriminierungsgesetz und das Landesgleichstellungsgesetz... Was ist das Antidiskriminierungsgesetz? Mit fragt doch nicht mal so, Philipp Björn. Na klar, ich verstehe das doch alles nicht. Haben wir hier noch ein paar andere Moderatoren? Was? So, das Landesgleichstellungsgesetz sorgt dafür, dass Mann und Frau gleichberechtigt in so einem großen Unternehmen wie meine Berliner Verkehrsbetriebe arbeiten. Dass die gleichen Zugangschancen hat zu Fort- und Weiterbildung, die gleiche Chance auf Ausbildungsplätze, die gleiche Chance in die Führungsebene aufzusteigen und die gleiche Chance im Aufsichtsrat zu arbeiten. Also Ines, ich muss dir sagen, du wirst die Nachfolge hoffentlich antreten von Evrim an dieser Stelle. Und ich persönlich bin der Meinung, dass du da genau richtig bist. Ich glaube, so eine Frau wie dich, die braucht man einfach, eine, die sich durchsetzen kann, eine, die Flagge zeigt, eine, die vorne hingeht, die auch mal sagt, jetzt hältst du mal die Schnauze und hörst mal zu, wie es den Frauen geht. Genau so, danke Björn. Ja, sehr, sehr gern. Jetzt ist natürlich, du trittst in Neu-Hohenschönhausen an. Ja. Ich habe das ja schon ein paar Mal erwähnt, ich komme aus Thüringen. Ist das nahe hier oder wo ist denn Neu-Hohenschönhausen? Ja, weit weg ist es nicht, weiß ich nicht. 20 Kilometer Luftlinie. Ja. Da gehört Falkenberg und Wartenberg zu. Ja. Und Neu-Hohenschönhausen sind ganz, ganz viele Neubauten. Also Neubaumenschen sind ja mal anders als die mit dem Einfamilienhaus. Die denken anders. Ich bin im Neubau groß geworden. Okay, dann kennst du das. Du gehst nachts schlafen und denkst, um Gottes Willen, du hörst das ganze Haus eigentlich, wenn du ins Bett gehst. Und ganz toll hörst du, wenn ja keiner weiter mehr zu Hause wohnt. Wo mein Sohn nach München gegangen ist vor 13 Jahren, da habe ich in der Wohnung gesessen und habe das erste Mal im ganzen Haus alles gehört, was da so passiert. Passiert ja in anderen Häusern natürlich nicht. Aber was eben so toll ist in so einem Neubau, du lernst ganz viel viele Menschen kennen, auch öfters neue, weil ja mal Zu- und Abzug ist, ja. Aber die sind irgendwie lockerer, die sind anders unterwegs, als wenn du so ein Einfamilienhaus hast. Weil du kannst dich ja nicht über so einen Gartenzaun beschweren, ja, ist ja Blödsinn. Neubau gibt es nur einen Fahrstuhl und Müllschlucker, der mal verstopft ist, ja. Aber ich meine, mehr gibt es ja da nicht. Oder eine dreckige Treppe. Hast du natürlich bei Einfamilienhäusern nicht, da kannst du dich richtig über Sachen stören und dran aufregen, über den Nachbarn, der seinen Wellensittich immer über den Zaun rüberfliegen lässt. Also wie gesagt, da kann richtig was losgehen, das ist im Neubau anders. Also Ines, wenn ich die Möglichkeit hätte, dich direkt zu wählen, ich würde es machen. Wirklich. Danke, Björn. Ja. Danke. Okay, jetzt vielen Dank. Nochmal ganz großen Applaus für Ines und alles Gute, Ines, dir. Wir sehen uns gleich bei einem Aperol-Spritz, würde ich sagen, wa?